Ja, heute habe ich mal wieder frisch für mich gekocht. Nudeln in Tomatensoße, Gorgonzola, Schafskäse. Ja, ein bisschen Frischkäse und ja, Suppengrün nehme ich immer. Das ist am einfachsten. Die Suppe ist immer 2, 3 Tage schon vorher oder Soße angerichtet, dass sie durchgezogen ist und nun kommt es. Mein Nudelwasser. Das schmeiße ich nicht weg oder schütte ich nicht weg. Das kommt in die Soße, das ist stärkegebunden und auch ein bisschen in meinen Garten. Hier ist noch die Restsoße und die wird jetzt mit dem Wasser, was stärkend ist, zusammengeführt und nächsten Tag ist die Stärke komplett gebunden und dann geht es weiter für den nächsten Tag mit Nudeln. Frischer kann es in den Tag nicht gehen, denn die Natur hat alles selbst gemacht. Ich habe nur die Möglichkeit geschaffen. Ja, und in 3 Jahren gibt es hier auch Wein. So der Plan. Kresse haben wir jetzt schon und die Erdbeeren, mal schauen, ob das was wird.